Hallo Freunde! Hallo? Ist hier irgendjemand? Ich hab doch was mitgebracht. Kein Smurf? Thomas? Revi? Hier ist ja absolut niemand. Ah, was? Er hat Izzys Schlümpfe geklaut. Und damit moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe was mitgebracht und das ist ganz, ganz wichtig. Allerdings sind Schlümpfe auch wichtig. Und ich weiß, es ist unglaublich, aber ich habe jetzt gar keine Lust auf irgendwas zu naschen. Oh, da ist ein angebissener Proteinriegel. Mann, das kann doch nicht wahr sein, dass gar keiner da ist. Leute, es ist gerade 19.19 Uhr und jeder macht hier schon Feierabend. Aber wisst ihr, wer immer für mich da ist? Felix. Ich bin übrigens immer noch ein bisschen angeschlagen. Das wird uns am heutigen Tag aber nicht davon aufhalten. Nicht davor aufhalten, heißt es eigentlich. Etwas Traumhaftes auszupacken und dann auch anzuwenden. Denn es muss ja weitergehen. Denn ich wollte heute hier eigentlich mal ein bisschen Vorarbeit machen. Und was sich viele vielleicht fragen. Pidizzle, hast du dein Portemonnaie gefunden? Yep, hab ich. Ich darf euch aber nicht sagen, wo ich es gefunden habe. Denn es war ziemlich dumm, wo es lag. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr denn? Wo lag es? Jetzt geht's aber hier rum. Und zwar, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber ich denke, ich sollte es ja zumindest mal schaffen, mit der orangen Farbe hier eine Schicht mal so ein bisschen rüber zu gehen. Damit man das schon mal ein bisschen abdeckt. Denn wir haben ja unter anderem, ich zeige euch das mal. Dank Revi haben wir hier auch die ein oder andere Stelle, die eine Spezialbehandlung braucht, weil das eben diese Neonfarbe ist. Das ist ja ganz normales Graffiti und das war dieser Neonkram. Ja, das kann ich ja direkt wieder benutzen. Aber erstmal packen wir das Paket aus. Pakete auspacken ist sowieso immer am besten. Ist praktisch ein Geschenk an mich selbst. Ansonsten schenkt mir ja keiner was. So, dann machen wir das mal auf. So, ich hoffe, das ist überhaupt das, was ich bestellt habe. Die Blume vielleicht mal weg? Das ist ja eine Fake-Blume! Ich dachte, das wäre hier... Wir hätten richtig Blumen im UFO. Oh Gott, jetzt ist es kaputt gegangen. War ich nicht. So, Dele. Wir haben hier einmal... ein neues Farbset. Und... so einen ganz speziellen Roller. Den man ausziehen kann. Also jetzt nicht ausziehen wie Klamotten ausziehen, aber dass man da ein bisschen mehr nach oben kommt. Und ich werde auch eine Sache unbedingt machen. Wenn ich fertig bin, packe ich das Ding in eine Tüte, damit das feucht bleibt und damit ich das beim nächsten Mal wieder verwenden kann, wenn ich dann richtig loslege. Aber das ist ein absolutes Profi-Set, meine Damen und Herren. Okay, ist kein Profi-Set, aber es sind ein paar coole Sachen dabei. Eine ganz normale Rolle. Rolle. Guck mal, wie klein die ist. Dann allerdings auch ein paar Pinsel. Ein Schaber. Ja, das brauchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal, das Band. Hier nochmal so ein Pinsel. Also das ist wirklich extra klasse. Das ist ein Stift. Tipptopp. Aber das brauche ich jetzt heute erstmal nicht. Ich glaube, ich werde mit dem Ding sofort loslegen. Da wird heute rollig gerollt. Dann gehen wir mal direkt wieder rüber. Oh, die zweite Wand wird gestrichen, meine Damen und Herren. Es wird Meilenstein. So, liebe Rolle. Dann mach den mal hier. Oh, was ist das denn? Das ist ja richtig flauschig. Warte mal, ich kann doch hier den Tip-Top benutzen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ich schiebe gerade den Teppich hier an die Wand. So. Einmal die Farbe aufmachen. Und ja, ich kann mal den Rucksack auch abnehmen. Dann packe ich das einfach hier so ein bisschen. Das muss ja nur hier in die Ecke. Was soll das, Digga? Dann machen wir das jetzt mal auf. Weil ich muss einfach gucken, weil blau ist ja schon eine sehr, sehr deckende Farbe. Aber ich hatte halt einfach ein bisschen Angst, dass man das Orange trotzdem durch die Farbe sieht. Alter, wie flash. Also die hat ja ordentlich Power. So, jetzt muss ich die Power aber auch mal hier irgendwie reinkippen. Am besten ohne Verletzte. Also alleine ist das gar nicht so einfach zu filmen und gleichzeitig hier... Oh, warte mal, so viel Farbe brauche ich doch gar nicht. So, warte mal, dich stellen wir kurz mal zur Seite. Schnappen uns den hier. Komme ich denn damit vielleicht sogar... Ja, locker flockig.
Das war eine gute Investition. Die Frage ist nur, ob die Rolle gut ist. So, bisschen Manchi-Manchi. Richtig schön da reintauchen. Ja, gucken wir, testen wir mal. Wir gehen jetzt hier einfach rüber. Oh oh. Wieso ist das? Hä? Ich glaube, ich habe zu viel Farbe. Und dieses komische Ding, sorry, ist gerade ein bisschen chaotisch. Das muss ich hier irgendwie mal festmachen. Jetzt muss ich das hier so festmachen. Ich muss mal die Kamera wegstellen. Ich brauche jetzt volle Konzentration. So. Jetzt hier. Alter, das spritzt ja richtig. So. Schön. Aber es deckt zumindest. Nee. Das scheint, schimmert so ein bisschen durch. Aber egal, ich gehe ja eh noch einmal rüber. So, hier unten auch schön. Das hier oben dreht so ein bisschen. An der Nordseeküste. Die Nachbarn denken, ich bin bescheuert. Da haben sie vielleicht auch ein bisschen recht. Ey, man sieht das P richtig krass durch. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ich glaube, ich mache hier trotzdem, ich habe jetzt so viel Farbe da reingekippt, dass ich das, glaube ich, jetzt einfach mal komplett fast mache. Also zumindest die Ecke hier. Ich könnte das ja eigentlich auch nur bis zur Tür machen. Schauen wir mal. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen loslegen. Man sieht auch das Moho noch komplett. Ja, okay. Ich muss dann nochmal drüber. Das werdet ihr gleich sowas von sehen. Dann war das, was ich jetzt mache, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Wenn ich da dann nochmal drüber gehe. Dass ich das heute praktisch nur diese Stellen hier nehme und da einmal rüber gehe. Ja, auch diese Neonfarbe leuchtet ja komplett durch. Ich bin einfach mal gespannt, wie die Farbe einfach aussieht, wenn das wirklich getrocknet ist. Weil auch bei dem Blau sah das ja komplett anders aus, bevor das irgendwie mal einen Tag durchgetrocknet ist. Alter. Das sieht man ja komplett durch. Oh nein. Hä? Hier ist eine Fliege. Aber egal. Oh nein. Hier bei dem Blau tipptopp nix. Aber hier, alter, krass. Okay, ja, nutzt ja nichts. Ich muss hier trotzdem jetzt nochmal da oben das Mohn fertig machen. Einfach über den Post-it drüber, yeah! Tipptopp. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Ich habe hier noch ein bisschen Farbe. Die werde ich jetzt einfach nochmal schön da drüber klatschen. Über die besonders hitzigen Stellen. Aber das sieht man immer noch. So, hier nochmal. Oh Gott. Das kann ja was werden. Oh Gott, oh Gott. Okay, wartet mal. Ich meine, ich habe jetzt alle Stellen... Oh nee, warte, hier. Hier bin ich noch nicht drüber gegangen. So, das Ding nicht vergessen. Hier an der Seite, da auch nochmal. So, jetzt habe ich aber alle Stellen. Tipptopp. Dann muss ich das Ding jetzt definitiv in den Müllbeutel packen. Warte, ich habe doch hier einen. Zack, locker floggig. Kommt der Willi? So, das ist... Mann, das ist alles gar nicht so einfach, wenn man nur zwei Hände hat. So. Hä? Wieso ist denn der kaputt? Aber egal, der muss ja nur da unten halten. So. Tipptopp. Der wird jetzt hier verschlossen. Da kommt einfach das Ding drauf. Zack. Und dann ist die Rolle beim nächsten Mal auf jeden Fall noch schön feucht. Ja. Oh, scheiße. Das ist alles nur deine Schuld, Revi. Oh, Taschentücher, die kann ich gebrauchen. Meine Nase ist nämlich immer noch ein absoluter Scheißhaufen. Ja, tipptopp. Nee, das ist nicht tipptopp. Oh, Leute. Ich war wirklich zufrieden mit der Wand. Aber dass die Probleme macht. Egal, vielleicht sieht das morgen ja schon ganz anders aus. Das kann ja sein. Wir werden uns einfach überraschen lassen müssen. Zudem haben wir ja noch die Special Tools, die uns zur Seite stehen. Ich packe die mal lieber alle hier rein. So, damit nichts verloren geht, falls hier jemand aufräumt. Wofür ist das? Okay, Schlüssel habe ich. Portemonnaie habe ich auch. Ja, jetzt nehme ich mir doch noch mal einen Schlumpf. Den habe ich mir aber auch verdient. Der ist ein Nachtisch. Zick. Das sind ja gar keine roten mehr. Oh. Doch da! Yeah, da ist noch ein roter. Der ist nämlich nicht viel später. Irgendwie schmeckt er nicht mehr so geil. Das war's mit dem heutigen Vlog. Lasst eine Bewertung da. Es tut mir leid, dass niemand da war, aber es war halt niemand da.
Außer, die suchen mich. Lasst eine Bewertung da, ich muss weg. Nein, die suchen mich gar nicht. Morgen oder übermorgen gibt es dann das fertige Produkt. Und wir werden sehen, ob es geil ist oder kacke. Tschüss.